eine Temperatur von durchschnittlich 63,4 Grad Celsius. In Humanzonen sind wir bei einer durchschnittlichen Temperatur von 46,4 Grad Celsius angelangt. Die Ernährungsgrundlage für die Weltbevölkerung ist dennoch gesichert, da dies alles keinen Einfluss auf die Indoor-Agrarzone bewirkt. Die Triebenergie, nur unser Tatendrang aus Fantasie, unsere Meinung sicher formt, ist ein Teufelswerk im Zeitgeist von damals. Ein Geist aus dem tiefsten Mittelalter und im Hier und Jetzt verankert, damit das ökonomische gegenseitige Töten über Wissenschaftsauslegungen weitergehen kann. Wir haben es hierbei mit den verschiedensten Regieanweisungen, wie auch mit Anstressverhalten vor dem Abhandenkommen von Macht für verkörperte Autoritäten und Hierarchien als Ordnung und Orientierung für unser als sicher gefühltes kulturelles Zusammenleben zu tun. Wir haben Pre-Crime, eine glorifizierende Algorithmuserfindung, die Voraussagen anfertigt, wie auch Lobbyisten, die zukunftsweisende Ideen verbreiten und mit Angst gestalten, als Fehlverhaltenmonstern einen loyalen Gehorsam von uns erhalten, da wir ja eine zivilisierte Sicherheit wollen. Das sind Methoden, die gab es schon alles zu Zeiten des Hexenholocaust, wie auch in der griechischen Mythologie. Das Wunderwesen Frau und aus Angst vor ihr, wie auch der Umstand mit dem Verändern der Autoritäten und Gewohnheitsstrukturen, was wir durch unsere Arbeit erzeugen, so musste hierbei das Weibliche als Evas verderben, ein für alle Mal für alle Fehler, die einzig durch unsere Taten entstehen und in allen Zeiten gültig sein, das Schuldige sein. Sozialquerte erfüllen sinngemäß den gleichen Zweck. Fake News sind wichtig, um einen Aberglaube wie im Mittelalter befeuern zu können, um erzeugte soziale Grippe über Influencer-Druck den Alltag in Angststress und erwünschten Krisenmodus erleben zu müssen. Ein Krieg und eine Hetzentod gegen andere Meinungen wie auch Charaktere und Haltungen. Alles um so Unsicherheiten und Angststresszustände über Vorurteile manipulieren zu können, damit bestehende gestrige Autoritätsstrukturen weiterhin einen Machtzufluss über ihre Schwerter erhalten. Wie etwa im tiefsten Mittelalter waren Frauen abgewertet als der Pöbel der Gesellschaft, schuld am schlechten Wetter und an den Missernten, und Männer als göttliche Eliten der Welt machten nie Fehler. Zur Zeit der Pest gab es dann die neu erfundene Judenverfolgung, statt weiter gegen die Frauen einzuschlagen, da man ohne Frauen und ihre Arbeit nicht in diesen Krisenzeiten überleben konnte. Ein Fluch, ein Stigma wurde hier als Ersatz für das Ausleben von negativen Tendenzen erschaffen, der scheinbar nie bei der jüdischen Erziehung weggeht. Das Böse sucht sich immer ein neues Feld, um weiter wirken zu können, und spiegelt so eine Art und Weise wider, um unser Fehlverhalten kompensieren zu können. Doch die Jagd nach dem Unterdrücken von Frauen, wie auch das Ausstechen von Konkurrenten im gleichen Singstil, geht bis heute über festgefahrene Rollenbilder immer weiter. Für Naturkatastrophen waren auch die weiblichen Dämonen schuld, die im Unterleib zu Hause waren und mit dem Teufel in Verbindung standen. Denn alles, was in diesen Unterleib eindringt, verweilt und sich gebiert, wird in das Böse hineintransformiert. Und wir, die Guten, tun das nur zur Züchtigung und zur Erziehung zum Besseren, wenn wir uns dieser Erniedrigung sexuell hingeben, um das Böse zu besiegen. Nein, es bereitet uns ja auch eine immense Freude, an dieser Tat Ausübung Gier zu empfinden. Alles, was für die Sicherheit eines Staates getan werden kann, ist gnadenvoll. Da hat schon Eva bei Adam die Schuld für alle zukünftigen Fehler. Das ist Ideologie und die gilt bis heute. Ein Alibi für die soziale Ungerechtigkeit, wie auch ein Freischein für Brandschatzen, Plündern und Vergewaltigen. Auch schlechte Bildung war beabsichtigt, um bei anderen gleich durch schlechte Sprache den Teufel zu erkennen und um das willkürliche soziale Töten weiter ausüben zu dürfen. Glaube, Fantasie, Religion und angsteinflößende Beeinflussungen sind schon beeindruckende Werkzeuge, die ja heute auch noch funktionieren, um geistige, kulturelle Manipulationen wie im Kino oder beim Streamen auszuüben. Wie etwa Marienbilder als Pin-Up-Girlie, um positiv optimistisch in den Krieg zu ziehen, haben schon eine kolossale Wirkung auf das männliche, illusorische Verstehen von Realitäten. Vielleicht ist das sogar ein absichtlicher Error-Inspring-Fehler im Gehirn, damit Sex und die darin verankerte Gewalt, so wie dies im System Leben auf der Erde funktioniert, auch funktionieren kann. Da kann ich mal Wonder Woman als Emanzipationsgöttin etwas dagegen ausrichten,
dass sie ja auch militärisch wie auch im mythologischen Singstil eingebunden wirkt. Wie will man das gerecht als eine Art Mainstream-Kompass für alle lösen? In the sky of fears and heat is overloaded. Ignoranz. Daher haben auch wir Männer und ihre Schwerter den Drang, über die von uns erzeugte Technik die Natur beherrschen zu wollen. Das heißt, Frauen werden in Zukunft keine Kinder mehr gebären und künstlich geschaffene Gebärmutterfarmen übernehmen diese Aufgabe. Wir lösen uns von den natürlichen und bösen einer geistigen, krankmachenden Spezies und formen hier den Modernisten über eine neue zusammengefasste Herzfehlordnung wie in der Fallot-Tetralogie mit steigender Blutarmut im Körper, da die Lungen zu wenig Sauerstoff aufnehmen. The sky is here. Ein positiver Bewusstseinszustand kann schon implodieren, wenn die Angst an einen Menschen so weit verdichtet wird, dass es für diese komprimierte Energie keinen anderen Weg mehr geben kann, als in dunklen Schmerzen einer sozialen Armut zu verweilen. Da stirbt auch alles andere an einer positiven Haltung in einer Zivilisation und es hilft auch kein Nachdenken und ein Anlesen an vieler Wörter weiter, um einen Ausweg für sich zu erziehen bzw. zu erzielen, da die neuen Technologien keinen Freiraum hierfür ermöglichen. Das Einzige, was hierbei nicht stirbt, ist die Autorität der Schwerter, denn die gibt es seit Anbeginn unserer Existenz in Gruppendynamiken, um die soziale Ordnung als Hierarchie, wie aus der griechischen Mythologie, zu stärken, zu formen und nach unseren Vorstellungen zu manipulieren, damit Erfolge garantiert werden. Als Nachklang in der heutigen Zeit bleibt ein Comic wie Lego mit Wonder Woman für die eigene geglaubte Emanzipationsfantasie. So bleibt es. Götter und die Liebe zu Helden sind ignorante Wesensformen. Und wer an Götter und göttliche Eingebungen wie auch an eine jungfräuliche Empfängnis glaubt, der wird selbst zu einem ignoranten Wesen und betreibt somit eine Form von Ausgrenzung.